Servus Leute, der zweite Teil des ersten Spieltages der FIFA WM 2018 in Russland steht an, jetzt auch endlich mit deutscher Beteiligung. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren oder geht auf den Link unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gegen mich bei Kicktipp wetten. Wetten ist das falsche Wort, tippen natürlich, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie ein Abo oder eine positive Bewertung, wenn es euch gefällt. Ansonsten sage ich nochmal dazu, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, das weiß ich. Ich kann nicht alle Spieler auswendig und weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Aber jetzt geht's los mit der ersten Partie. Costa Rica gegen Serbien und ihr seht nochmal die Timestamps, dann könnt ihr direkt zu dem Spiel, das ihr unbedingt sehen wollt, springen. Naja, jetzt geht's los, viel Spaß. Costa Rica gegen Serbien, das ist so ein wenig das Außenseiter-Duell in dieser Gruppe E und insbesondere wenn man ins Achtelfinale einziehen will, dann sollte man diese Partie gewinnen, da Schweiz und Brasilien ebenfalls in der Gruppe nicht unbedingt die einfachsten Aufgaben zu sein scheinen. Auf der einen Seite hatte Serbien die erste gute Möglichkeit, nach einer halben Stunde kam dann auch Costa Rica endlich mal nach vorne. Es war bei sehr gutem Wetter eine zähe Partie zu Beginn. Dann gab es aber mal eine erste Möglichkeit. Stankovic ist aber dazwischen. Ruiz legt die nochmal auf für Borges. Und Stojkovic ist dann wieder zur Stelle. 36. Spielminute. Endlich mal etwas Zählbares, zumindest auf dem Konto, was die Torschüsse angeht. Und vor der Pause kam dann nochmal Costa Rica. Die konnten ja die Vorrunde überstehen in der WM 2014 und heute sollte es mit einem Sieg bestenfalls wieder in diese Richtung gehen. Marcos Urena dann mit einem wunderbaren Tor in der 47. Spielminute. Nachspielzeit der ersten Hälfte, super Brustannahme und dann zimmert er den Volley links rein. Für Stojkovic ist diesmal nicht zu halten, das ist perfekt. Technisch sehr hochwertig und so das 1:0. Für Costa Rica. Aber im zweiten Durchgang hatte Serbien wieder die bessere Anfangsphase. Freistoß aus dem Halbfeld, reingebracht von Kolarov und der Kopfball ist dann etwas zu unplatziert, aber der kullert fast irgendwie über die Torlinie. Relativ knapp. Viertelstunde vor dem Ende. Costa Rica wollte den Deckel jetzt drauf machen. Campbell mit der Flanke, gar nicht so schlecht. Der Kopfball letztendlich aber wieder zu ungefährlich, als das wirklich ein Tor draus hätte entstehen können. Serbien kam jetzt nochmal vor dem Ende. 90. Spielminute. Jovic eingewechselt. Kennt man ja aus Frankfurt. Dann nochmal Ivanovic auf Außen gespielt. Jovic macht ihn nochmal heiß. Zivkovic mit dem Abschluss und Keylor Navas, der Keeper von Real Madrid, der frisch gebackener Champions League-Sieger ist, hält das Ding und damit den Sieg für Costa Rica fest. Also damit für Serbien die Hoffnungen wohl, wenn kein Wunder geschieht, in der WM 2018 schon wieder für sie vorbei. Costa Rica hat dafür bessere Möglichkeiten, doch ins Achtelfinale einzuziehen und das Wunder doch zu bewältigen. Brasilien gegen Schweiz, eine wunderbare Partie auf dem Papier, zwei überragende Teams, Brasilien noch etwas besser und immer ein Favorit auf den Titel, wenn es in der Weltmeisterschaft zur Sache geht. Nach dem letzten WM-Spiel, wir erinnern uns, das war ein 0:3 gegen Holland im Spiel um Platz 3 im eigenen Land, nach dem 7:1 im Finale. Wollten sie sich hier erholen im Halbfinale, das 7:1 gegen Deutschland natürlich. Und das konnten sie dann auch. Gabriel Jesus stellte erstmal die brasilianischen Weltmeisterschaftsnerven wieder her. Viertelstunde gespielt, das Übergewicht, das die Seleção hier auf den Platz brachte, wurde dann letztendlich auch belohnt. Für Jan Sommer aus Spitzenwinkel ist ein bisschen unglücklich gemacht, weil der Ball da so ins kurze Eck reintropft. Aber letztendlich, der war Hammer. Hart geschossen und dementsprechend für Jan Sommer nicht so viel zu machen. Auf der anderen Seite hat dann Haris Seferovic die Riesenmöglichkeit, scheitert aber an Alisson Becker. Wir springen in den zweiten Durchgang, die Schweiz nach einem Eckstoß sehr weit ausgerückt. Und dann war es Felipe Coutinho in der 51. eben, der das 2:0 erzielen konnte und sowas wie die Vorentscheidung schon markieren konnte. Fackelt da gar nicht lange rum, zieht aus knapp 12 Metern ab und lässt Jan Sommer wieder keine Chance. Und Schweiz wollte dann im Anschluss direkt den 2:1 Anschlusstreffer erzielen. Alisson Becker aber wieder auf der Hut und es kam nicht mehr viel von den Schweizern. Und so verlieren sie das Auftaktspiel ihres Gruppenspieltages Nummer 1 mit 2:0 gegen Brasilien, aber es ist noch alles möglich. Wenn sie die anderen beiden Spiele gewinnen, dann sind die Aussichten fürs Weiterkommen dennoch weiterhin rosig.
Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko und das hatte es durchaus in sich. Hören wir aber erstmal in die beiden Hymnen rein. Und damit werfen wir einen Blick auf die Aufstellung von Joachim Löw. Im 4-2-3-1 sollte es rangehen, die Viererkette fast ausschließlich mit Bayern-Spielern bestückt auf der Doppel-6. Kroos und Khedira zu Hause, Müller, Özil und Draxler in der offensiven Dreierreihe und in der Spitze der feilschnelle Timo Werner, der für die Tore sorgen sollte. Mexiko im 4-3-3 etwas defensiver tendenziell, aber auch brandgefährlich. Diese Elf darf man keinesfalls unterscheiden. Salcedo kennt man ja von Frankfurt, außerdem auch Cuadrado, ein bekanntes Gesicht. Herrera, aber vorne auch insbesondere Chicharito, Hernandez nicht zu unterschätzen. Und Mexiko hatte durchaus die bessere Auftaktphase. Über die linke Seite ist das Lozano, der den Ball erstmal reinbringt. Boateng bringt ihn eigentlich raus. Kimmich, der sich gegen Österreich schon den ein oder anderen Schnitzer geleistet hatte, legte den Ball nochmal auf, aber Neuer war zum Glück auf der Hut. Aber nur wenig später wieder Mexiko, die hier die Anfangsphase komplett dominierten. Chicharito auf Lozano und wieder Neuer, den Ball eigentlich auch festhalten kann, prallt ihn ab in die Mitte, wurde aber im Endeffekt nichts Gefährliches draus. Die erste Möglichkeit für Deutschland kam dann auch endlich mal zustande. Werner mit keinem schlechten Linksschuss, aber gehalten von Ochoa. Auf der anderen Seite konnte dann Mesut Özil endlich den Ball reinbringen. Unten links hat es nicht geklappt, dafür macht er ihn jetzt unten rechts rein. Vierte Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Ja, schon etwas länger abgelaufen eigentlich. Deutschland und die Fans sollte es nicht stören und Mesut Özil besonders nicht. Sein erster Treffer dementsprechend im Wettbewerb. Platziert reingemacht, wunderbar gemacht, da war dann auch nichts mehr zu halten. Und so stand es zur Pause 1:0 für Deutschland, ein gutes Resultat. Über die 45 Minuten gesehen etwas schmeichelhaft, aber zum Ende hin wurde Deutschland etwas besser. Springen wir in den zweiten Durchgang. Die Mannschaft wollte jetzt den Deckel schon besonders früh im zweiten Durchgang erstmal auf die Partie raufmachen. 2:0 wäre ja schon mal ein gutes Polster gewesen. Aber Ochoa macht jetzt mal einen Strich durch die Rechnung. Wieder gegen Werner, wieder kann er parieren. Und Mexiko hatte durchaus eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Chicharito lässt sich da etwas zu viel Zeit, wird dann noch gestört. Im letzten Moment zum Glück von Boateng noch gerade so abgegrätscht. Es war wirklich knapp und Neuer wäre wohl chancenlos gewesen. Und auf der anderen Seite konnte Deutschland da nach dieser Flanke von Özil, dem Kopfball von Boateng und dem typischen Müller-Tor das 2:0 erzielen. Sein 11. WM-Tor insgesamt. Und so stand dann die Entscheidung auf dem Papier. Thomas Müller steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schöne Flanke von Özil, der sich da gut durchsetzen kann. Am zweiten Pfosten ist dann Boateng, der nur die Latte trifft. Ochoa ist geschlagen und Müller steht dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So wie man es von ihm kennt. Und so wie man es von ihm auch eigentlich erwarten kann. 83. Minute, es gab nochmal die Möglichkeit zum Anschluss. Wieder Chicharito, aber der war einfach unglücklich an diesem Nachmittag. Und so gewinnt Deutschland das Auftaktspiel in der Gruppe F mit 2:0. Nicht unverdient, aber Mexiko hätte sich durchaus zumindest einen Punkt verdienen können, wenn sie eine bessere Chancenauswertung an den Tag gelegt hätten. Schweden und Südkorea nicht unbedingt die hochfavorisierten Teams in dieser Gruppe, aber Schweden hat ja in den Playoffs Italien raushauen können und dementsprechend waren sie hier auch gar nicht so schlecht aufgelegt. Und sie begannen durchaus in Ordnung. Emil Forsberg versucht es da, trifft nur das Außennetz nach 26 Spielminuten. Von Südkorea war wirklich wenig zu sehen. Es war beim Großen und Ganzen keine sonderlich spannende Partie. Aber kurz vor der Pause dann Ludwig Augustinsson mit diesem sensationellen Tor. Wie aus dem Nichts
das 1:0 für die Schweden. Es war nicht unverdient, weil Südkorea wirklich gar nichts auf den Platz brachte. Aber es war ein fantastisches Tor, eben von Ludwig Augustinsson. Kennt man ja auch aus der Bundesliga. Da kriegt er den Ball wieder, weil der Ball nicht hinlänglich geklärt werden kann. Und dann fliegt er ins lange Eck. Perfekt. Sein linker Fuß ist der stärkere, aber dass er den so perfekt trifft, passiert sicherlich auch nicht alle Tage. Und so doch noch das 1:0 für Schweden vor der Pause. Und es ging gar nicht so schlecht weiter im zweiten Durchgang. Zumindest spielerisch konnten da nämlich auch mal die Südkoreaner loslegen. Heung-min Son mit der Vorlage auf Fang Hee-chan, aber dann auch letztendlich zu schwach dieser Abschluss. Da fehlt nicht viel, denn der hätte fast den Pfosten geküsst. Es kam aber nicht zum Ausgleich und dementsprechend für Schweden die Chance, das Spiel in der 73. Minute zu entscheiden. Markus Berg, ebenfalls ein Gesicht der Bundesliga, sieht man ja immer wieder bei den Weltmeisterschaften. Alte und neue Gesichter der Bundesliga. Diesmal war er unerfolgreich. Ist ja mittlerweile durchaus gefährlich geworden bei seinem aktuellen Team, aber das ist eine andere Sache. Südkorea versuchte es nochmal, streckte sich, aber kam nicht mehr zum Ausgleich. Und so gewinnt Schweden im Endeffekt auch verdient mit 1:0 gegen am Ende zu schwache Koreaner, die sich nicht durch Heung-min Son oder jemand anderen aus dieser Mannschaft durchsetzen konnte. Belgien gegen Panama, also größer kann ein Unterschied zwischen Qualitäten kaum sein. Und dennoch hatte Panama alles, was es brauchte in einer WM. Die allererste überhaupt, die sie spielen. Und dann begann die so. Quintero wird von Perez bedient und Alberto Quintero macht in der 24. Spielminute das allererste Tor für Panama in einer Weltmeisterschaft. Belgien war geschockt. Wie konnte das passieren? Ein super Abschluss, da waren sie alle zu weit weg. Für Courtois ist da nichts mehr zu halten. Aber das Wunder schien in eine mögliche Bahn gelenkt worden zu sein, da sich Belgien auch lange Zeit sehr schwer tat. 40. Spielminute, Kevin De Bruyne mit einem schönen Schlenzer. Fehlte nicht viel, aber trotzdem, da muss der Keeper nicht eingreifen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der Druck wurde selbstverständlich höher. Eden Hazard mit dem Abschluss, aber genau in die Arme von Pinedo, der sich da strecken kann. Ist kein Topkeeper unbedingt, aber ein ganz schwacher ebenfalls auch nicht. Wenn man sich das eben so angeschaut hat, Kevin De Bruyne dann wieder mit einem Schlenzer. Wieder fehlt nicht viel, diesmal war es noch knapper, trifft nur den Außenpfosten. Und im Konter gab es dann die Möglichkeit für Panama zum 2:0. Da ist Barschenas komplett alleine auf der weiten Laufbahn und trotzdem kann er da am Ende seinen Nerven nicht trotzen. Das war deutlich zu schwach. Da wäre die Entscheidung oder die Vorentscheidung drin gewesen. Und so kam dann die Qualität am Ende doch durch Eden Hazard. 72. Spielminute. Der Ausgleich war zumindest markiert. Belgien verhindert die Riesenblamage. Vorerst zumindest. Dembélé legt auf. Panama hatte einiges an Kräften schon gelassen, immer wieder auch Konter versucht zu spielen, selten kam was raus und dann standen sie hier jetzt in dieser Situation zu weit aufgerückt. Für Eden Hazard ist das dann mit seiner Qualität kein Problem mehr und Belgien kam nochmal. Dembélé mit der zweiten Vorlage des Tages, 89. Spielminute, Jan Vertonghen war mit nach vorne gekommen, der wollte dieses 1:1 nicht auf sich sitzen lassen, sah bei dem 0:1 auch nicht sonderlich gut aus. Und dann hielt er einfach den Fuß hin. Aber man muss auch sagen, gut von Dembélé reingebracht. Und dann war es auch gar nicht so einfach. Aus Spitzenwinkel die direkte Abnahme perfekt gemacht. Über die Schulter von Pinedo hinweg. Und so stand es dann am Ende doch für den Favoriten 2:1. Panama schlägt sich überragend. Hatte in der 67. Minute die Riesenmöglichkeit zum 0:2. Und so verlieren sie die Partie dann am Ende doch. Und zwar auch verdient mit 2:1. Tunesien gegen England. Auch hier waren die Karten ganz klar verteilt. England der große Favorit, aber so richtig wollte es in den vergangenen großen Turnieren immer nicht klappen. Und hier hatte auch erstmal Tunesien das Heft in der Hand, aber die erste Möglichkeit hatte England. 12. Spielminute, da Tunesien den Ball nicht geklärt bekommt, macht Dele Alli ein fantastisches Tor. Lupft den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck hinein. Fantastisch.
gemacht. Wie angesprochen, Tunesien war gar nicht so schlecht zu Beginn dieser Partie, aber dann ein kleiner Konzentrationsfehler und das nutzt dann England mit dieser Qualität selbstverständlich aus. Da war dann wirklich nichts mehr zu halten. Ein traumhafter Treffer ins lange Eck. Viel schöner kann man den Ball nicht reinmachen. Tunesien konnte dann aber die gute Aktion, die sie eigentlich immer schon verdient gehabt hätten, auch mal zu einer Chance ummünzen, aber aus der geschah nichts. England war eiskalt dann letztendlich vom Tor, hatten nicht die großen Möglichkeiten, aber wenn, waren sie zur Stelle. Raheem Sterling, 28. Spielminute, sein erstes WM-Tor insgesamt, macht das Ding rein und damit war die Partie schon so leicht vorentschieden bei Tunesien. Auch wenn es gerade mal eine halbe Stunde gespielt war, gegen die Gesichter runter, weil sie viel investiert hatten, aber einfach keinen Profit draus schlagen konnten. Auf der anderen Seite dann im zweiten Durchgang Rashford mit der Vorlage auf Harry Kane. Das 0:3 hätte dann alles entschieden gehabt, aber von Tunesien kam einfach nichts mehr. 70. Minute nochmal Walker, aber diese abgerutschte Flanke wurde dann auch nicht mehr wirklich gefährlich. Und so gewinnt im Endeffekt England nicht unverdient durch ein ganz unaufgeregtes Spiel mit 2:0. Hat damit beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Gruppe H und damit Kolumbien gegen Japan. Das vorletzte Spiel des ersten Spieltages in der Modinien Arena. Konnte Japan erstmal einen guten Start hinlegen. Weiter Flankenball auf Takeshi Inui, der da vollkommen frei steht am zweiten Pfosten. Den Ball gar nicht so schlecht annimmt, aber dann etwas zu nervös wird und den Ball links vorbei kloppt. Aus zu spitzem Winkel hätte er nochmal vielleicht zurücklegen können, aber es war schon gar nicht mal so verkehrt. Kolumbien kam dann aber auch mal nach vorne. James Rodriguez testet Kawashima, der da ein bisschen mehr draus macht, als vielleicht nötig gewesen wäre. War nicht ganz unplatziert, aber richtig hart war der auch nicht geschossen, dementsprechend ging diese Parade schon so in Ordnung. Aus der Ecke entstand dann auch nichts. Knappe halbe Stunde gespielt, Inui wieder vor dem Tor, diesmal macht das besser. Klasse gemacht, 27. Spielminute, nicht der unverdiente 1:0 Führungstreffer für die Japaner. Kolumbien war nicht so gut in der Partie, hatte zwar die Möglichkeit eben gesehen von James Rodriguez, aber sie hatten hinten wirklich einige Probleme in der eigenen Abwehr und so stand es dann 1:0. Wir springen in den zweiten Durchgang. Kolumbien mühte sich, Japan verteidigte nur noch und es gab dann wieder mal Chancen. Radamel Falcao testet nach 66 Minuten mal wieder Kawashima. Der war weitestgehend unbeschäftigt, wie auch auf der Gegenseite. Ospina musste kaum eingreifen und so ging es dann bis in die Nachspielzeit. Nochmal Eckstoß, die war eigentlich schon abgelaufen, die Verlängerungszeit, und dann ist doch am ersten Pfosten Radamel Falcao da. 94. Spielminute, unglaublicher Schlusspunkt in dieser Gruppe H. Zumindest fürs erste Spiel. Aus spitzem Winkel hält Falcao den Kopf hin, setzt sich da im Kopfballduell gegen Honda durch, wenn mich nicht alles täuscht. Und so gewinnt im Endeffekt Japan doch ganz kurz vor Schluss doch nicht 3 Punkte, sondern eben nur ein gegen tapfer kämpfende Kolumbianer. Polen gegen Senegal zum Abschluss des ersten Spieltages war durchaus ein interessant anzuschauendes Spielchen, das beide auf den Platz brachten. Koulibaly nach 6 Minuten setzt sich da viel zu einfach durch und dann der Fallrückzieher von Keita Balde. Allerdings nicht stark genug. Es war ein guter Versuch, der Fallrückzieher, durchaus respektabel, aber am Ende trifft er nur das Außennetz. Polen tat sich lange Zeit schwer, kam dann aber zur ersten guten Möglichkeit und das war dann auch das 1:0. Kamil Grosicki in der 38. Spielminute schießt die leicht favorisierten Polen mit 1:0 in Führung. Da war dann nicht mehr viel zu halten, gut ausgespielt. Ist Rosicki natürlich auch völlig frei auf der linken Seite. Und dann macht er das Ding rein. Langes Eck oben rein. Wenig bis gar nicht zu halten. Und vor der Pause, es gab eine kurze Unterbrechung in der Nachspielzeit, gab sogar noch das zweite. Piotr Zielinski. 6. Minute der Nachspielzeit. Wie gesagt, es gab noch eine kleine Unterbrechung.
nichts Ernsthafteres. Aber so stand es dann 2:0 zur Pause für Polen und das konnten sie dann weitestgehend auch so im zweiten Durchgang verteidigen. Aber Senegal gab sich nicht auf, so ein 2:1 wäre ja durchaus was Positives. Zumindest hätten sie dann nochmal am 2:2 kratzen können, aber dieser Treffer von Koulibaly letztendlich zählte nicht. Abseitsposition, schauen wir nochmal drauf in der Wiederholung. Es war sehr knapp, aber die Entscheidung geht schon so in Ordnung. Stand mit der Fußspitze zu weit vorne und dementsprechend nicht das 2:1. Polen war auf der anderen Seite deutlich effektiver. Stunde gespielt. Lukas Piszczek, wunderbare Direktabnahme. Und damit war die Partie gelaufen. Der rechte Verteidiger von Borussia Dortmund hält den rechten Innenfuß hin und senkt den Ball rechts rein. Nicht zu halten mal wieder. Und so stand es 3:0. Es gab für Senegal nochmal die Möglichkeit, zumindest zum Ehrentreffer. Chesney bringt den Ball nicht zielführend genug raus. Keita Balde nochmal mit dem letzten Versuch. Aber auch das wurde dann letztendlich nichts mehr. Und so gewinnt im Endeffekt Polen mit 3:0 ein dickes Ausrufezeichen, auch wenn es in der Höhe doch sicherlich etwas zu hoch ausgegangen ist, wenn man sich die kompletten 90 Minuten so angeschaut hat. Jo, das war der zweite Teil des ersten Spieltages. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt auch immer gerne mit in den Kommentaren oder unter dem Link oder im Link, der da unter dem Video steht, wer auch immer mir gerade noch zuhört, klickt da gerne drauf, dann könnt ihr mit mir und der Community, wenn ich das so nennen darf, tippen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch einige mitmachen würden. Ansonsten viel Spaß mit der WM. Heute geht es ja dann letztendlich wirklich los. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns bei der nächsten Prognose. Ich glaube am Sonntag oder am Montag um 14 Uhr. Bis dann und ciao.